Hallo und ein sehr herzliches Willkommen. Ich bin Christoph Rose, ihr seid bei Würzburg Fotos und jetzt nach der Sommerpause ist es endlich wieder Zeit für ein neues Sonntagsvideo für euch. Und für dieses erste Video nach der Sommerpause habe ich mir einen schönen Spätnachmittag ausgesucht, an dem ich heute einfach mal so einen Spaziergang durch die Weinberge machen möchte. Mit der Buslinie 13 bin ich gefahren bis zur Bushaltestelle Boxpfad. Da bin ich ausgestiegen und hier komme ich am Tenniscenter raus. Früher war das mal ein großer Tenniscenter in Würzburg gewesen, der wohl auch ziemlich beliebt war, wenn ich mich recht erinnere. Ist allerdings schon bald 20 Jahre her, dass hier was los war, denn 2002 ist der Betreiber damals insolvent gegangen und seitdem verrottet das Gelände und ist in gewisser Weise ein Lost Place in Würzburg. Hallo liebe Lost Place Freunde, alle die mich immer fragen, wo denn welche sind. Hier ist so ein bisschen Lost Place. Die Tennisplätze sind total verwildert. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier mal irgendjemand Tennis gespielt hat. Inzwischen wachsen hier schon Bäume auf den Plätzen. Naja gut, 20 Jahre hinterlassen eben ihre Spuren an so einem Gelände, wenn es nicht gepflegt wird. 2002, wie gesagt, ist der Betreiber insolvent gegangen. 2005 ist das Gelände dann verkauft worden. Und auch in den vergangenen Jahren ist der Tenniscenter immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil es hier einige Male ziemlich heftig Feuer gegeben hat im Gebäude. Gebrannt hatte es hier oben in den Jahren 2014 und 2015. Und die Feuerwehr sagte damals nach dem Brand, eigentlich gehört es alles abgerissen, weil das Feuer die Holzkonstruktion der Halle ziemlich in Mitleidenschaft gezogen hat. Bei dem Brand war ich damals auch dabei für mein Stadtportal würzburg24.com, das betreibe ich ja auch noch. Und da bin ich im Presseverteiler der Feuerwehr und da kam damals eben die Sofortinfo, Achtung, Brand im Tenniscenter am Stein. Da bin ich hier schnell raufgefahren und habe damals folgende Aufnahmen von der ganzen Szenerie hier gemacht. Das ist einige Jahre her, wie ihr jetzt gesehen habt. Heute sieht es hier eigentlich wieder ganz gut aus, würde ich sagen. Und von Abriss ist nicht die Rede, würde ich behaupten. Ne? Also die Halle steht ja nach wie vor und, was ich gar nicht wusste, sie ist in Benutzung. Da kann man es nämlich lesen. Soccer Park am Stein Würzburg. Da haben also die Investoren die Planung, von denen ich gelesen hatte, tatsächlich doch umgesetzt. Zumindest diese Halle ist also jetzt wieder in Betrieb. Der vordere Teil des Baus, habt ihr ja vorhin schon gesehen, ist ziemlich verwahrlost. Es gab übrigens für die ganze Anlage hier mal die Planung, ein großes Behandlungszentrum für Krebspatienten zu bauen. Mit tollem Ausblick über Würzburg, so war es zumindest geplant, aber daraus ist dann wohl scheinbar nichts geworden oder noch nicht. Das kann ich in dem Moment nicht sagen, aber Fakt ist zumindest der vordere Teil des Baus, der ist verwahrlost und verwittert. Und mein Spaziergang geht weiter, jetzt geht's mal hier runter Richtung Weinberge und wenn man hier ums Eck kommt, könnt ihr sehen, hat man schon einen traumhaften Ausblick über ganz Würzburg. Teile von Grombühl, da drüben den Heimgarten kann man sehen. Und es ist wirklich ein schöner Ort zum Spazierengehen, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Vor allem bei diesem Wetter und diesen Lichtverhältnissen heute Nachmittag. Es ist wirklich ein Traum. Ja, guck mal hier. Was für ein Ausblick. Bis rüber zur Festung und zum Käppele, wenn das nicht schön ist. Ja, die ganze Anlage hier oben ist natürlich ideal zum Spazierengehen und Joggen geeignet. Und hier gibt es auch eine kleine Unterstandhütte am Wegesrand. Das ist natürlich toll. Hier kann man sich unterstellen, wenn das Wetter mal nicht so passt oder einfach so hier reingehen, ein bisschen Schatten haben und hat natürlich dann das ganze Würzburg-Panorama vor sich und die Stadt liegt einem im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen. Und damit man weiß, was man da überhaupt sieht, gibt es hier eine Tafel vom Verschönerungsverein Würzburg, ist die angebracht worden, 1988 steht da so. Und da kann man eben sehen, welche Kirchen wo in Würzburg zu sehen sind und welche wichtigen Gebäude. Vielen Dank an den Verschönerungsverein Würzburg, der sich immer Mühe gibt um die Stadt
und alles versucht, um die Stadt wirklich zu verschönern eben. Und hier an der Ecke sitzt Alf. Kann sich noch jemand an Alf erinnern? Diese Fernsehserie aus den USA, aus den 90ern, die damals im ZDF lief. Ich fand die eigentlich immer ganz witzig, bis auf die Tatsache, dass er gerne Katzen gefressen hat. Ja, so war er, der Alf. Nicht zu vergessen. Sich so alles sieht. Hier zum Beispiel auf der Wiese gibt es gerade offensichtlich ein Hundetraining. Ja, auch nicht schlecht. Da wird den Hunden offensichtlich beigebracht, bei Fuß zu gehen und andere Sachen zu tun. Ein Teil der ganzen Strecke führt jetzt gerade auch durch den Wald, bevor es gleich zum Bismarcktürmchen geht. Hier unten durch diese Schlucht führt eine Straße, die man rauf oder runter laufen kann natürlich. Ich bin sie vor vielen Jahren mal aus Versehen mehr oder weniger mit dem Auto gefahren. Einfach geschaut, wo irgendwelche Wege hinführen. Und dann bin ich hier oben rausgekommen. Da oben war dann leider Gottes ein Pfosten. Den konnte man aber zum Glück umlegen, sonst hätte man diese ganze Straße sehr mühselig rückwärts wieder runterfahren müssen. Das war so eine kleine Abenteuertour, die ich mit dem Auto gemacht hatte, früher, als ich noch eins hatte, wohlgemerkt. Ja, wenn ihr nicht solche abenteuerlichen Touren machen wollt, sondern genau wissen wollt, wo ihr langlaufen müsst, wenn ihr mir folgt, dann schaut bitte einfach mal in die Videobeschreibung. Da gibt es den Link zu dieser Google Map, die ich extra für dieses Video angelegt habe. Und da könnt ihr eben genau den Weg sehen, den ich laufe und den ihr dann eben auch ganz bequem und easy nachlaufen könnt. Für alle von euch, die sich vielleicht über meine Wege wundern, die ich entlang laufe, weil sie die Strecke nur vom Autofahren so Richtung Steinburg kennen. Also ich bin jetzt hier von hier drüben gekommen aus der Straße, die eine Einbahnstraße ist. Hier geht man jetzt rechts zur Steinburg und die Straße, an der ich stehe, das ist der Weg, den man kommt, wenn man von Oberdürbach hier runterfährt. Und ich weiß genau, warum ich das um diese späte Nachmittags- und besser gesagt frühe Abendszeit gemacht habe mit dem Video, denn jetzt ist einfach das Licht am allerallerschönsten über Würzburg und die Sonne strahlt richtig schön warm und weich über die Felder von Oberdürbach und es ist einfach wunderschön, hier spazieren zu gehen um diese Uhrzeit. Ja, und man sieht auch ganz eindeutig, dass der Herbst langsam im Anzug ist. Es ist jetzt die erste Septemberwoche, wo ich diese Aufnahmen hier mache für dieses Video. Und da merkt man schon, ja, also die warmen Tage sind jetzt vorbei, die ganz heißen. Jetzt kommt der Herbst, die Felder sind bereits stoppelig. Und das Licht, das wird jetzt auch besonders schön, wie es eben immer nur dann ist, wenn Herbst und Winter ist. Dann steht die Sonne ein bisschen tiefer und macht es einfach viel schöner. Und zurück auf der Strecke, ein paar Meter nur durch den Wald und schon steht man am Bismarckturm hoch über Würzburg hier im Bismarckwäldchen. So nennt sich das Ganze hier, glaube ich. Und auch von hier ist natürlich der Ausblick runter auf die Stadt einfach ein wunderschöner und lohnt sich auf alle Fälle. Da muss man kurz hier die Böschung so ein bisschen runterlaufen. Ja, ich glaube, hier werde ich mich jetzt da vorne mal einfach so ein paar Minuten hinsetzen und einfach das Panorama genießen. Und ich habe natürlich auch mein Fotoapparat dabei und werde definitiv an dieser Stelle auch ein paar Würzburg-Fotos machen, wenn ich mich hier auf die Treppe setze. Ihr könnt jetzt sehen, was ich sehe. So. Herrlich, oder? Das ist Würzburg. Dafür liebe ich es, für diese Ausblicke. Ganz im Ernst. Allzu lange kann ich hier leider nicht sitzen bleiben, denn sonst ist die Sonne irgendwann weg. Das Sitzenbleiben und Ausblicken auf die Stadt überlasse ich jetzt den anderen Leuten, die sich hier eingefunden haben. Und will euch natürlich auch noch ein paar Worte über den Bismarckturm erzählen, der hier steht. Ab 1868 wurden zu Ehren des langjährigen preußischen Ministerpräsidenten und ersten deutschen Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck überall im damaligen Deutschen Reich diese Türme und Bismarck-Feuersäulen aufgebaut. Rund 240 Stück. Heute gibt es noch so um die 150. Und diese Anlage hier wurde 1905 gebaut in dem Bismarckwäldchen, in dem ich mich hier befinde, das wiederum im Jahr 1900 angelegt wurde. Da ist hier auch noch so ein kleines Häuschen auf der rechten Seite.
wo viele Leute, inklusive mir, immer gedacht haben, das ist ein Klohäuschen, ist es aber nicht. Früher gab es nämlich hier oben in diesem Bismarck-Wäldchen, also vor vielen Jahren, in den 50er und 60er Jahren vielleicht noch, Wärter, die hier waren und so ein bisschen nach dem Rechten geschaut haben. Und das war eben das Wärterhäuschen und ist wohlgemerkt kein Klohäuschen. Ja, und die Idee, diesen Bismarckturm in Würzburg zu bauen, die hatte damals der Anatomieprofessor Oskar Schulze aus Würzburg. Der hat den eben letztendlich dann anlegen lassen und hat dafür gesorgt, dass er überhaupt gebaut werden konnte. Seit vielen, vielen Jahren ist er eigentlich nur noch eine Ruine und ein Schatten seiner selbst, denn so schön und wehrhaft er von außen aussieht, im Inneren ist das Ding ziemlich marode, so sehr, dass man da schon gar nicht mehr reingehen kann, weil die Treppe einsturzgefährdet ist. Und oben auf dem Dach, da befindet sich eine Feuersäule, da konnte man ursprünglich mal Feuer machen und das ist früher auch gemacht worden. Dieser kleine Balkon, der sich hier vorne unten im Vordergrund befindet, das ist kein Balkon, sondern an dieser Stelle, da wurden früher die Fackeln abgelegt, die man eben genutzt hat, wenn man hier eben Veranstaltungen gemacht hat. Und leider muss man auch sagen, haben die Nazis dieses Bauwerk auch missbraucht in der Zeit des Dritten Reiches und haben hier ihre Veranstaltungen gemacht, weswegen dieser Turm in den Jahren danach auch so ein bisschen einen schlechten Ruf hatte, weil es immer hieß, das wäre ein Nazi-Bauwerk, ist es aber halt definitiv wirklich nicht. Das ist schon viele Jahre vorher eben angelegt worden, dieses Bismarck-Türmchen hier oben im Bismarck-Wäldchen. So, und jetzt geht es ein bisschen weiter runter, da vorne die Treppe, auf der ich gerade saß, denn da vorne ist hier eine neue Aussichtsplattform in die Weinberge gebaut worden. Und bei dem Sonnenuntergang will ich mir den Ausblick von da natürlich jetzt nicht entgehen lassen. So, und hier ist jetzt dieser Aussichtspunkt, der auch einen Namen hat, denn er heißt genau genommen Literaturbalkon. Inzwischen gibt es 11 solcher Wahrzeichen für den Wein überall in Franken. Dieser Aussichtspunkt und unser Literaturbalkon, der besteht seit dem März 2018. 250.000 Euro hat der Spaß hier gekostet. 40% davon hat der Freistaat gegeben. Ja, und jeder dieser 11 Punkte, die überall in Franken sind, die haben alle ein anderes Motto oder ein anderes Thema, um das sie sich kümmern. In Würzburg wird eine Verbindung zur Literatur hergestellt. Deswegen nennt er sich eben Literaturbalkon. Und da könnt ihr sehen, hier sind eben entsprechende Hinweise auf zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe. So schaut das aus. Ob man das jetzt wirklich gebraucht hat an dieser Stelle, das ist eine andere Frage. Also ich meine, ja, ist eine schöne Anlage mit den Bänken hier und so. Da sind Rosen gepflanzt, man kann sich da schön hersetzen, schön auf die Stadt runtergucken. Hätte es meiner Meinung nach jetzt nicht gebraucht, denn auch von der Bismarckwiese unterhalb des Turms, wo ich gerade eben war, schaut man ja mindestens genauso schön runter auf die Stadt. Andererseits will ich auch nicht motzen, weil, naja, so direkt aus den Weinbergen heraus ist der Ausblick auf Würzburg natürlich schon toll, gar keine Frage. Und natürlich soll man auch nicht dumm sterben, wenn man schon hier ist. Hier gibt es Weinliteratur. Vom Himmel her nährst du die Erde, für das Vieh lässt du Gras wachsen, für den Menschen alles, was er braucht, Brot von der Erde und Wein, der das Herz freut, auch Öl für seine Schönheit und Brot, damit er stark bleibt und gesund. Das ist der Psalm 104, 14, 15 und das Ganze steht hier auf Goethes Gästebuch, Wein inspiriert. Da kann man jetzt diese Tafeln hier umklappen, die sind ziemlich schwer, irgendwie so Stahltafeln, und da gibt es hier Informationen zum Beispiel über den Minnesänger Walter von der Vogelweide, für den es ja auch ein Grab gibt, oder besser gesagt sein Grab in der Stadt neben Dom und Neumünster, genau genommen dazwischen. Und hier drüben ist auch noch ein Briefkasten, wo man seine geistigen Ergüsse reinstecken kann, wenn man denn welche hat. Goethes Gästebuch, Wein inspiriert. Postkarte ausfüllen, abschicken und dann werden die kreativsten Antworten prämiert. Und auf der rechten Seite hier drüben ist auch noch ein Fernseher, das Fenster zu den Literaten, so nennt sich das. Da ist wieder der Walter von der Vogelweide gewesen, William Shakespeare und alles, was eben irgendwie mit Wein zu tun hat und die Verbindungen, die dazu eben bestehen. Also ist schon nicht schlecht gemacht, die Anlage hier oben, muss ich ganz eindeutig sagen. Für alle von euch, die sich fragen, ist denn schon wieder Zeit für Weintrauben? Noch nicht ganz, würde ich sagen. Wenn man hier an die Weinstöcke ranschaut, dann sieht man, da sind überall Trauben dran. Aber ich glaube nicht, dass die schon genießbar sind. Na, ich probiere sie mal. Oh doch. Hoho.
Die sind schon sehr, sehr süß. Ich glaube, die werden bald gelesen werden. Das wird bestimmt nicht mehr allzu lange dauern, bis die Weinlese in diesem Jahr startet. Die Weinberge habe ich mittlerweile natürlich verlassen und bin die Straße runtergelaufen, die man mit dem Auto fährt Richtung Steinburg. Und da bin ich jetzt auch schon. Rechts ist das alte Steinburg-Gebäude, links ist das Refugium, der Anbau, der vor einigen Jahren hier errichtet wurde. Und ganz klar, die Steinburg ist nach wie vor eins der besseren Hotels in Würzburg, mit dem Ausblick auch kein Wunder. Und wenn in Würzburg mal Promis sind, dann waren die häufig auch hier untergebracht. Chris de Burgh, der Sänger, der in den 80ern so unglaublich erfolgreich war, war nach seinen Konzerten damals noch in der Karl-Diem-Halle, wie sie damals hieß. Heute ist Oliver Arena. Also der war damals unter anderem hier untergebracht. Und vor einigen Jahren, da wurde in Würzburg ja an der Residenz und auf der alten Mainbrücke die drei Musketiere neu verfilmt von Hollywood. Und die ganzen Hollywood-Schauspieler, die waren damals auch hier untergebracht in der Steinburg. Unter anderem Orlando Bloom, der hat damals, glaube ich, mitgespielt und der war definitiv hier drin. So, und hier an der Wetterschutzhütte, die gerne benutzt wird, um sich da abends hinzusetzen und auf die Stadt zu gucken, da ist eben auch diese legendäre Treppe mit diesen ewig langen und vielen Treppenstufen, die runterführt zur Stadt. Und da geht's jetzt lang, die ersten Stufen runter und dann da vorne gleich irgendwo links, sehen wir dann gleich. Mann, Leute, die Treppe ist in einem Zustand. Rechts und links ist hier inzwischen alles zugewuchert. Teilweise sind die Pflastersteine rausgebrochen. Man muss echt aufpassen, dass man nicht auf die Schnauze fliegt, auf gut Deutsch. Liebe Stadt Würzburg oder wer auch immer zuständig ist für diese Treppe, könnte auch das Bürgerspital sein, die, glaube ich, den Weinberg hier verwalten, dass die das betreuen müssen. Also wäre auf alle Fälle mal nötig, hier ein bisschen Ordnung zu machen, damit da keiner hinfällt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich biege jetzt hier ab. Denn hier geht es jetzt ein paar Treppenstufen wieder rauf und dann ist man schon wieder mitten im Weinberg. Beziehungsweise eigentlich habe ich ihn ja gar nicht verlassen. Jawohl, ein Hund. Hier an der Weinbergsmauer erfährt man auch ein bisschen was über die Steinarten Keuper, Muschelkalk, Buntsandstein und wo sie in Franken eben vorhanden sind. So, wo sind wir denn? Hier ist Würzburg und da unten dann Randersacker, Eibelstadt. Und irgendwo müsste auch die Volkacher Mainschleife sein. Ja, der Hund, der da hinten ist, der mag mich, glaube ich. Deswegen gehe ich jetzt mal schnell weiter, nicht, dass er mich noch beißt. Da seht ihr, Leute, genau das habe ich gemeint. Dieser Fußweg, den ich hier runterlaufe, der ist nämlich viel schöner zu laufen als die Straße, die man mit dem Auto rauf und runter fährt. Da fahren eben doch immer wieder Autos und es sind Jogger und Fahrradfahrer unterwegs, auf die man so ein bisschen achten muss. Die kommen hier natürlich alle nicht vorbei, weil davor die Treppe ist, um hierher zu kommen. Und deswegen scheuen das sicherlich viele Leute und man ist hier relativ alleine. Und es geht auch nicht so steil direkt herunter. Man ist ja auch schon einiges tiefer als die andere Strecke, die man mit dem Auto eben fährt. Heute ist so ein schöner Spätsommerabend, Anfang September. Man schaut so wunderbar hier rüber aufs Gleisvorfeld vom Würzburger Hauptbahnhof über die ganze Stadt. Da unten auf den Mainwiesen sind die Zelte aufgebaut für die Mainfrankenmesse. Der ICE kommt gerade aus dem Tunnel, vielleicht kommt er von Hamburg oder Frankfurt, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, und der Sonnenuntergang ist immer noch nicht ganz vorbei, also offiziell natürlich schon, aber die Sonne ist immer noch am Horizont zu sehen und die Steinburg leuchtet. Einfach ein wirklich schöner Abend heute. Am Weingut am Stein vom Ludwig Knoll bin ich mittlerweile angekommen. Jetzt sind es nur noch ein paar Meter, die schmale Straße hier runter. Da vorne geht es dann unter der Nordtangente hindurch. Da ist dann der Fußgängertunnel, durch den werde ich durchlaufen. Und dann komme ich vorne an der Bismarckstraße raus. Und ansonsten sei gesagt, dass auch das hier ein wunderschöner Ort am Abend hoch über Würzburg ist. Beziehungsweise so hoch nicht, aber eben in den Weinbergen befindet sich logischerweise auch dieses Weingut. Hier gibt es ja immer dieses Weingut am Stein Festival, was immer sehr, sehr beliebt ist. Da spielen Live-Bands. Man hört die Bands dann abends immer bis in die Stadt rein spielen. Und da ist dann immer richtig proppenvoll. Kein Wunder, bei dem Ausblick und dieser Location, da kann man ja auch echt toll schöne Sommerabende verbringen. Vorhin habe ich von den Weinbergen auf das Gleisvorfeld vom Würzburger Hauptbahnhof geschaut. Jetzt stehe ich direkt davor, denn ich bin schon längst unter der Nordtangente hindurch. Hier geht es jetzt in den beliebten Würzburger Bahnhofstunnel, den Posttunnel. Schreibt heute bei diesem Video doch mal in die Kommentare, wie eure Meinung über den Posttunnel in Würzburg ist.
Viele Leute können den ja überhaupt nicht leiden, weil er so zugesprüht und unordentlich ist. Und deswegen finden ihn viele Leute so unglaublich gruselig, den Bahnhofstunnel. Alles nur eine Frage der Einbildung, würde ich sagen. Natürlich ist er nicht hübsch, aber auch er gehört zu Würzburg. Und es ist sowieso die Frage, was mit dem Tunnel passiert, denn die Posthallen sollen ja abgerissen werden. Das hier ist der alte Teil des Bahnhofstunnels, in dem ich mich befinde. Und hier vorne ist dann der modernere Teil. Wenn das alles oberhalb abgerissen wird, denn hier über uns, da ist ja jetzt hier die Posthalle, dann ist eh die Frage, was damit wird. Ob das bleibt oder ob da was anderes kommt, das ist, glaube ich, alles noch gar nicht klar. Und ich meine natürlich, klar, das Ding ist zugesprüht bis zum Ende. Und ist vielleicht auch gerade deswegen bei vielen Würzburger Fotografen ein ganz beliebtes Fotomotiv für Personenfotos, weil das sieht natürlich auch wirklich toll aus mit den Kontrasten hier. Ja, und wo man rauskommt, ist, glaube ich, auch allen Leuten klar, in der guten alten Bismarckstraße mit direktem Anschluss zum Posthochhaus und dem Würzburger Hauptbahnhof, der nicht weit von hier ist. Da werde ich jetzt hingehen und mein Video beenden und mir bei der Gelegenheit da vorne auch mal einen Kaffee holen, weil da habe ich mich jetzt gerade richtig Lust drauf heute Abend. Nach gut 3 Stunden bin ich jetzt wieder zurück und komme am Würzburger Hauptbahnhof an um ca. 21 Uhr. War doch ja gut 3,5 Stunden unterwegs letztendlich. Für euch wäre das natürlich alles viel, viel schneller zu machen. Denn ganz klar, ich bleibe zwischendurch mal stehen, gehe hin und her, mache die eine oder andere Aufnahme 2 oder 3 Mal, bis sie passt. Und deswegen brauche ich einfach länger. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, ob so eine Google Map zu so einem Video für euch sinnvoll ist und ob ihr mehr solche Wanderwege sehen wollt, die ihr vielleicht auch mal nachlaufen könnt. Vielleicht macht ihr es ja auch. Würde mich freuen, wenn ihr dazu auch mal was schreibt. Das Video endet jetzt hier. Wann das nächste Sonntagsvideo kommt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, denn ich hatte ja vor der Sommerpause schon mal gesagt, künftig kommen die wahrscheinlich nicht mehr wöchentlich. Kann natürlich mal passieren, dass ich auch mal wöchentlich Videos mache, aber beim nächsten weiß ich es jetzt eben noch nicht. Das kommt dann, wenn ich eben Zeit und Lust zum Produzieren habe. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und noch viel, viel mehr, wenn ihr mir das zeigt und wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit könnt ihr mich am allermeisten unterstützen, da würde ich mich deswegen auch am allermeisten freuen. Gebt dem Video ein Like, schreibt viele Kommentare und teilt es auch gerne mit all euren Freunden und damit sage ich Tschüss und Ade, bis zum nächsten Mal und das wie immer hier bei Würzburg Fotos.